Hallo, meine lieben Abonnenten, guck mal, wen ich hier habe. Der sagt einmal Hallo und dann verpieselt er sich wieder. Ich will euch gerade mal zeigen, wie wir jetzt hier das machen mit den Eiern. Ich habe ja in dem vorherigen Video euch gezeigt, ich habe mir 60 Eier geholt vom Bauern. Wie wir das jetzt machen, um die haltbar zu machen. 2 Jahre. Da kriegst du 2 Jahre alte Eier zu essen. Mama, Pause. Warum? Ich lasse das Video neu. Warum? Ich sehe es nicht, was du machst. Warum? Ich kann mal nicht zurücksetzen. Doch, ich zeig das ja jetzt so. Okay. Seht ihr, er diskutiert nur mit mir rum, ne? Aber das ist ja das Lustige bei meinen Videos. Es ist alles aus dem Leben gegriffen. Manchmal diskutiert mein Mann auch mit mir, wenn es gar keinen Sinn macht. Ich höre ihm nämlich sowieso nicht zu. Also, mal zum Text jetzt wieder. Ich muss mich beeilen, weil mein Mann wartet auf mich. Der hat noch was vor. So, also, 30 Eier vom Bauern brauchen wir. Nicht so viel. Er legt noch ein paar dazu. Also. Seit wann legen Hähne Eier? Also, egal. Calciumcarbonat. Das ist der, den ich mir jetzt im Internet bei dem großen A geholt habe. Den kriegt ihr auch in Cremeform, aber immer, ich glaube, am gängigsten ist das Pulver. Das hier ist jetzt halt eben Lebensmittelqualität, E170 Calciumcarbonat. Und das war beim Via Clean Shop. 5 Kilo sind das hier. Und dann braucht ihr 700 Milliliter Wasser. Und ganz normale Schraubgläser. Ganz wichtig, Schraubgläser, weil die werden ja nicht eingekocht, die Eier, die werden so haltbar gemacht. Und deshalb zieht das ja auch kein Vakuum dann, wenn ihr jetzt Weggläser nehmt oder halt diese Bügelgläser, die ziehen kein Vakuum, dann kommt Luft rein und pff, bäh. Entschuldigung. Das ist nicht so doll, ne? Die Eier vom Bauern deshalb, weil die Eier aus dem Supermarkt, die werden gewaschen meistens, ne? Und das ist nicht so gut. Das soll nicht sein, weil dann wird die Schutzschicht über den Eiern weggemacht. Wenn ihr hier Eier habt, wo ein bisschen Dreck dran ist, das macht ihr einfach mit dem Bürstchen weg. Ich habe hier so ein Bürstchen. Ihr seht, das ist eigentlich ein Nagelbürstchen, aber ich nehme das halt immer so für meine Gemüse und für meine Eier. Die macht ihr dann ganz schön so ein bisschen sauber, dass das, ne, das Ei hier ist schon perfekt. So, diese Eier, die schichtet ihr ganz vorsichtig natürlich roh in eure Gläser. Einfach reinlegen. Ne? Das werde ich jetzt schnell machen. Hallo Armin, ich gucke mir die Eier an. Wenn die dann so sind wie das hier, halt eben, die braucht man nicht waschen. Auf keinen Fall die Eier waschen. Ich habe jetzt auch hier ein bisschen kleine Gläser. Na, da geht nicht so viel rein. Meine großen Schraubgläser sind alle in Benutzung. Ich muss mir noch mal welche besorgen, aber im Moment muss das hier dann reichen. Wenn noch ein bisschen Dreck dran ist, ist nicht schlimm. Das macht gar nichts. Also einfach gucken, ne, das meiste wegmachen und dann die Eier vorsichtig natürlich in dieses Glas schichten. Hier ist es natürlich jetzt so, Entschuldigung, mir juckt die Nase, ich krieg Geld, dass die Eier sich natürlich nicht drücken lassen. Ne, wenn ihr jetzt eine weich gekochte Karotte habt, die könnt ihr drücken oder ein Fleisch oder so. Aber die Eier drücken sich halt nicht und ihr müsst das Calciumcarbonat wirklich bis über die Eier eingießen. Das heißt, das hier ist jetzt wirklich das Maximum, was ich da reinkriege. Da weiß ich schon nicht, ob ich das obere nicht noch wegnehmen muss. Das ist schwierig, ne? Also deshalb guckt, dass ihr etwas größer, oh, das geht aber so, ne? Dass ihr etwas größere Gläser habt, dann kriegt ihr auch da mehr rein, ne? Das ist jetzt eine kleine Portion, die ich euch zum Zeigen halt eben jetzt vorbereite. Und ich habe noch ein Glas hier, das werde ich auch noch befüllen. Obwohl, nein, das behalte ich mir für die Sohleier. Die werde ich euch ja auch noch zeigen, heute oder morgen, das weiß ich noch nicht. Aber jetzt mal hier mit den eingemachten Eiern, mit den roh haltbar gemachten Eiern. So sagt man das, ne? Judile. Dann haben wir hier dann halt das Calciumcarbonat. Das ist ein Pulver und ja, das ist ja Lebensmittelqualität. Ne? 2 Esslöffel davon. Macht ihr hier rein, plupp, in das Wasser, 2 gute dicke Esslöffel, so, und dann machen wir das wieder zu, einstweilen, weil das staubt wie Mehl halt, ne? Das ist die Konsistenz wie Mehl und es staubt halt so rum dann und das ist dann nicht so günstig, weil dann hat man die ganze Küche bestaubt und bekalziumkarbonatet, man kann ja nicht sagen bemehlt, sondern bekalziumkarbonatet, so. So, Dille. Dann rührt man das gut um, dass sich das löst. Ne? Das sieht dann so aus wie so eine milchige Flüssigkeit. Gut umrühren, dass sich das ganze Pulver auflöst. Das Ganze ist wirklich keine Hexerei.
dieses haltbar machen. Es geht wirklich nur um das Calciumcarbonat. Wichtig ist, dass die Eier nicht gewaschen sind, nicht allzu dreckig sind, sondern nur ja, normal halt. Es ist auch immer gut, wenn ihr eigene Hühner habt, haltet die Brutkästen, die Nistkästen so sauber wie möglich. Dann habt ihr damit auch keine Probleme. Ne? Also wenn die Eier zu dreckig sind und ihr kriegt das nicht mehr ab, dann würde ich die auch frisch benutzen und nicht mehr haltbar machen. Aber so ein kleines bisschen was, das macht nichts. Ne? So, also wenn das jetzt schön aufgelöst ist und ihr habt keine Klümpchen mehr da drin, das geht ganz ratzifatzi. Ne? Dann sieht das so aus. Das sind jetzt die 700 Milliliter. Wenn ich in die Kamera halten würde, würde ich es auch sehen. Sieht aus wie Milch. Und das kippt ihr ganz einfach über eure Eier. Und durch dieses Calciumcarbonat wird auf diesen Eiern eine Schicht gebildet und diese Schicht konserviert die Eier. Schön alles bedecken bis oben hin und es dann nicht auf den Boden fallen lassen, wenn es geht. So, und die Eier sind dann schön unter Wasser, unter diesem Calciumcarbonat, und dann dreht ihr den Schraubdeckel richtig schön fest drauf. Und so sieht das dann aus. Und nachher wird sich dieses Calciumcarbonat setzen. Das heißt, ihr habt unten das Calciumcarbonat und oben halt seht ihr, wie bepudert die Eier sind. Das ist normal, das soll so aussehen. Ne? Datum drauf, Inhalt drauf und an einem dunklen, kühlen Ort hält sich das Ganze 2 Jahre lang. Das heißt, ihr habt 2 Jahre lang frische Eier, rohe Eier, die ihr bedenkenlos verwenden könnt. Natürlich würde ich sie nicht mehr roh essen, also nicht mehr bitte zum Tiramisu machen verwenden, sondern wirklich durchkochen. Also richtig hart kochen für einen Eiersalat oder für halt mal ein hart gekochtes Ei oder einen Fleischsalat als Beilage. Hart gekochte Eier mit weißer Soße ist auch so ein Ding, wo man das gut benutzen kann. Und backen kann man natürlich auch damit, weil das wird ja auch gebacken und dann sind die ja auch nicht mehr roh. Ne? Also aber nicht mehr roh verwenden, das wäre, also ich nehme darüber keine Garantie. Ne? Das werde ich auch klipp und klar sagen, aber wenn ihr sie durchgekocht esst, ist das kein Problem. So, das war's mit dem kleinen feinen Eierhaltbar-Mach-Video. Finde ich sehr interessant, die ganze Sache. Werde ich auch einiges an Gläsern mir in den Vorrat stellen. Man ist ja immer mal froh, wenn man ein Ei hat, was man dann nicht kaufen gehen muss extra, sondern man holt sich einfach eins aus dem Vorrat raus. So, meine Lieben, ich bin froh, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Lasst mir ein Abo und ein Like da, ich freue mich sehr. Teilt das Video, wenn es Leute gibt, die das interessiert. Finde ich einfach super, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und ein bisschen auf diese blöde, schlechte Welt, die sie im Moment ist, reagieren und uns ein bisschen selbstständig machen. Ich habe euch alle furchtbar lieb. Küsschen aufs Schnüsschen. Bis denne. Tschüss.